Da sind wir wieder zurück mit Joy, die uns an unseren Fersen knäbt. Kari sitzt an der Maus und guckt sich jetzt hier noch ein bisschen um, ob wir noch weitere Hinweise zu den Fällen des Glockenwörters finden. Oder besser gesagt zu den Opfern. Und Jule sitzt neben mir und darf diesmal alles vorlesen. Jo. Inklusive des Trinkspiels. Hast du jetzt zum Schluss auch nicht mehr gemacht? Guck mal, war auch nichts mehr. Ich habe immer drauf geachtet, aber es war keine Glocke. Echt? So. Es kam keine Glocke. Oh, die Tafel, da die mich angucken. Nein. Wenn man sich einfach daran gewöhnen muss, dass man hier überall durchgehen kann, ist ja auch doof. Oh, Conference Saal. Ich glaube, wir hätten uns unten viel mehr umsehen müssen. Baxter! Ja, da bin ich aber noch nicht hin. Hui. Karte der Morde. Wir untersuchten die Möglichkeit einer Verbindung zwischen den auf der Karte aufgelisteten Todesfällen. Keine öffentlichen Kommentare bis offiziell autorisiert. Bisher, oder? Was? Keine öffentlichen Kommentare bisher offiziell autorisiert. Also bitte, ansonsten ergibt der Satz keinen Sinn. Na, ich weiß nicht. Irgendwie sowas wie keine öffentlichen Kommentare zugelassen. Also keine öffentlichen Kommentare, keine Stellungnahme zum... Oh Gott. Gegenüber der Presse zum Beispiel. Ich weiß nicht. Ronan bekommt seine Marke. Das ist wieder eine Erinnerung von Julia. Der große Tag. Ich dachte, er kommt nie. Zwischen Ronan, der es tatsächlich durchgezogen hat, und Rex, der sich um den Papierkram kümmerte, konnte so viel schief gehen. Aber es ist soweit und mein Mann hat jetzt eine Marke. Steht ihm gut. Und er liebt es. Ich glaube, er stolziert noch mehr als vorher. Gott, ich liebe einen Kerl in Uniform. Ja. I agree. Me too. Ach, so ein durstiges Gewehr. So ein durstiges Gewehr eingesammelt und weiter geht's. Wer wohnt hier? Winslow. Winslow Detective. Oh Gott. Der hat einen sehr... Ist aber viel, kannst du mal kurz... Sehr überschaubaren, Ja, nee. Der hat einen sehr überschaubaren Schreibtisch. Ja, kann ja nicht jeder so sein wie Baxter. Achso, hier kamen wir her. Muss ich jetzt was übersehen? Ja, Baxters Büro. Ja, ja, warte mal, kann ich, Konferenzer, da warst du war ja. Baxter. Ja, aber ich glaube, ich... Nee, da warst du nicht. Ich smite oder so. Nix. Gut. Jetzt nichts, nur Droge. Ach, weiter. Ja. Trotzdem nichts. Droge. Bin ich denn jetzt hier gelandet? In der Coffee-Küche. Oh, Kopf in Zivil. Das war ein ziemliches Kunststück, das Rex da abgezogen hat, Ronan zum Detective zu machen, ohne viel Zeit auf Streife verbringen zu müssen. Er überzeugte den Captain und den Commissioner, dass Ronans Kenntnisse am besten zum Einsatz kommen, wenn er in Zivil unterwegs ist. Ronan war sehr erleichtert. Keine Uniform! Guck mal hier. Der mochte das wohl nicht so. Mit der Uniform. Du bist immer wieder da, oder? Nee, hier waren wir auch nicht. Und noch ein Gedanke. Ich wusste immer... Achso, Ronans Konflikt mit dem Gesetz. Ich wusste immer, dass es Ärger gab, aber ich wusste nicht, dass er offiziell verhaftet worden ist. Das ist schlimmer als gedacht. Es sind nicht nur geringfügige Vergehen, sondern auch Straftaten. Als ob sein Leben bereits ruiniert ist. Wie kann ich mein Leben mit seinem vereinen? Geht alles, Schnucki. Hat sie ja dann auch. Richtig. So, jetzt haben wir aber tatsächlich alles und jetzt Herr Baxter. Alright. Achso. Müssen wir mit ihr reden oder was? Die kommt gar nicht hierher. Keine Ahnung. Soll uns nochmal probieren, die muss ja hierher kommen jetzt. Ja, machen wir gleich. Erstmal hier. Vorgehensweise ändert sich bei jedem Mord. Der innere Antrieb ist der gleiche. Deswegen erscheinen die Morde beliebig und zusammenhängend. Aber die Polizei sieht die Verbindungen nicht. Außer Officer Baxter. Eigentlich vertraue ich ihm nicht. Aber er ist meine einzige Chance. Okay. Das ist das Buch. Ja. Cassandra Foster. Erkenntnisse zu den Mordmotiven. Ein Verhaltensmuster in den Mordmotiven, das die Polizei nicht sieht, ist der Fokus von Joys Mutter. Aber sie hat Schwierigkeiten, die Cops davon zu überzeugen, sie ernst zu nehmen. Na, dann ist das doch tatsächlich das mit dem Übersinnlichen. Dass der da irgendwie, seine Opfer her auswählt. Liegen Chips. Wie sieht denn das hier aus? Ja, das ist Baxter, was soll's machen?
Jetzt hol die mal. Ja. Oh. Macht nix. Geht ja alles. Das war knapp. Wo sind denn alle? Ja, weg. Detectives arbeiten in der Tagschicht. Okay, welches Büro ist Baxters? Lustig. Da hinten im Flur auf der rechten Seite. Reyes. Okay. Tomb Raider. Die gute Reyes. Toll, haben wir voll vorgearbeitet. Ja. Naja, nicht so schlimm. Folgt ihr mal. Aber seh schon, geh jetzt zu Baxters Büro, da wir uns ja hier auskennen, können wir natürlich auf den Weg schauen. Mal sogar abkürzen. Willst du geschnappt werden? Du bist so unauffällig wie ein Tornado. Hier sah es schon so aus, als ich reinkam. Ja, stimmt. Ja, ich weiß schön, dass es eingebaut haben. An vielen Orten kann man in so einem winzigen Raum ein Buch verstecken. Wer weiß. Oh. Hey, kram mal die Akte davor. Wer ist das denn? Was macht diese Geräusche? Eine Kamera. Fahndungsfoto. Ein Polizeifoto. Ich dachte, Rex hätte es verschwinden lassen. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Da sahen wir aus. Jemand hat ein echtes Vorstrafenregister versteckt. Jetzt habe ich den Beweis. Er hat diese Akte nie benutzt, um mich zu erpressen. Ah, lass dir Zeit, keine Eile. Das Buch findet sich bestimmt von selbst. Okay, nur die Ruhe. Cops verstecken Dinge nicht so offensichtlich. Ich muss nur dahinter kommen. Ja, komm, Kunststück. Das finden wir doch. Sie haben eine neue Nachricht. Achso, guck mal hier. Vorstrafenregister. Rex hat Baxter davon abgehalten, mich zu erpressen, um ein Vorstrafenregister gegen mich zu verwenden. Jetzt nicht. Auf Wiedersehen. Jetzt Ich habe mich gerade gewundert, hier von wegen, Sie haben eine neue Nachricht. Jetzt nicht. Was? Nee. Bowling Champion. Das macht Baxter also in seiner Freizeit, hm? Bowl! Ja, warum nicht? Ist ja nur einer von der. Jetzt konnte ich aber auch nicht sehen, wer mir da geschrieben hat. Wie sieht das hier aus? Ich kann es nicht sagen, weil das ich. Overlay da drüber ist. Aber jetzt nicht. Terror von 1692. Salems Schande. Fan der Geschichte Salem. Fan der Geschichte. Baxter hat sich über die Geschichte Salems informiert. Sieht nicht nach etwas aus, das ihn interessieren würde. Aber hat es offensichtlich trotzdem getan. Hab ich einen Kaffeebecher auf der Couch? Und Chips? Ist doch ein Buch. Das ist doch. Das ist nicht ein Buch. Achso, das ist einfach nur dahinter. Das ist doch irgendwo dahinter. Zu dienen und zu beschützen. Klassenfoto. Akademie. Baxter hat die Akademie 2 Jahre vor mir abgeschlossen. 2 nur? Jawohl, dahinter muss das. Beförderungsempfehlung. Baxters Beförderung. Mann, er war so stolz, zum Detective ernannt zu werden. Der Kleine, er wurde der Flügge. Telefon? HB. Ach, Sie haben eine neue Nachricht, daher kam es. Okay. Telefonische Mitteilung. Jemand hat Baxter eine Voicemail hinterlassen. Kannst du die mal, drück mal auf Play. Ja, gleich. Ich will erst hier noch gucken, ich das höre irgendwas bei sich. Ja, wer? Haben wir noch nicht alle. Fahrkarte. Baxters Fahrkarte. Warum sollte Baxter die Stadt verlassen? Hä? Okay. Punkt. Hey, kannst du den Anrufbeantworter abhören? Okay. Baxter, du wurdest von dem Fall abgezogen. Ich will die Akten und das Buch des Mediums haben. Sofort. Rex, hä? Rex fragte immer noch nach dem Buch. Es muss also irgendwo hier sein. Gut. Okay, kannst du hier noch irgendwie... Oh, Baxter versteckte das Buch. Baxter hat das Buch wahrscheinlich irgendwo in seinem Büro versteckt. Hahaha, weil Rex noch danach suchte. Überraschend, dass wir das jetzt erst sehen. Ja. Wir suchen ja schon danach. So, und nun?
Haben wir noch, komm, gehen wir noch einmal rum. Haben wir noch irgendwas? Die Flagge hier? Nö. Nee, da ist ja auch. Nee. Kannst du durch alles durchgehen, einfach mal. Halt! Wo? Ich sag doch, das ist irgendwo hinter. Aha. Ja, Schritt gezogen. Nee. Oh. Was? Was hat das mal an der Wand? Muss man jetzt. Verursacht. Achso, der Gewehrschrank. Der Gewehrschrank. Passt zum Körper was? Fleck? Ja. Aufgedruckt? Projiziert? Projiziert? Nee, aufgedruckt. Wenn. Bleibt er jetzt. Aufgedruckt. Das hat er weggezogen vom vielen und her. Ja. Aber gut, okay. Ach, das, nee, man zieht das nicht, man klappt das. Das ist genau so. Dieses... Ja. Okay. Ja. Halt, machen wir nochmal eh. Hab ich doch gerade. Muss ein Hebel drin sein, der nach innen aufgeht. Ich dachte, du bist weggegangen. Ich sag das besser. Ein merkwürdiger Hebel sichert den Gewehrschrank, das ist nicht normal. Besser dem Mädchen. Da war der Rest des Satzes. Hallo. Mama, da. Ich glaube, ich hab's. Zeig's mir. Da ist ein Knopf an der Seite des Waffenschranks. Ja, da oben. Richtig. Sehr gut. Ja, das ist es. Oh Gott, gleich kommt doch einer. Bitte sag mir, du weißt, was all diese Symbole bedeuten. Ja, ein paar davon kenne ich. Komisch, ihr letzter Eintrag lautet, er weiß von mir. Oh Gott, das heißt, er war hinter ihr her. Das weißt du nicht. Komm, wir müssen weiter. Oh, Mist. Oh Gott, mach doch schneller. Kommt doch gleich einer, oder was? Hey, halt! Was ist das? Aha. Das Museum. Komisch. Wie kommt das in Ihr Buch? Keine Ahnung. Nimm es einfach, wir finden es später raus. Ja, genau. Erstmal weg da. Siehst du irgendwo? Ich sehe hier nach. Check du die Büros. Oh Gott. Wir müssen los. Bleib außer Sicht. Los. Oh Gott. Oh Gott. Poltergeisten. Gala-Einladung. Moment. Ein Flyer der Gala. Ach so, im Historischen Museum Salems. Warum sollte der ein Notizbuch ihrer Mutter sein? Ja, da brauchst du ja offensichtlich hin. Poltergeisten! Oh Gott, mach irgendwas. Was ist denn der Kopierer, Drucker, Dings? Ja. Da! Nicht anhalten! Los! Lauf! Sehr gut. Oh Gott, solange sie läuft, ist glaube ich alles gut, ne? Ja. Ach, wir sind ja auch schon draußen. Nee. So viel Zeit muss sein. Ja, richtig. Oh, mein Leben überdeckt. So ein Arsch. Er hatte Unrecht, selbst wenn er Recht hatte. Mein Leben, als Baxter versuchte, mich zu bedrohen. Baxter dachte, er könnte mir mit meiner Vergangenheit drohen. Als ob meine Vergangenheit nicht allen Schaden, den sie anrichten konnte, bereits verursacht hätte. Ja, sowas wirkt immer nach. Zeugin ist da unten? Okay. Dann können wir uns hier nochmal umgucken. Ja. Da hinten leuchtet doch noch was. Schon gesehen. Da, Gewehr! Ein Gewehr! Wie viel noch? Vier. Red mal mit ihr. Warte mal. Nicht, dass wir wieder... Ja. Warte. Ich muss nachsehen, ob die Luft rein ist. Rex. Wer ist das? Ein Kopf, dem du aus dem Weg gehen solltest. Warum hat der Rosenball? Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal. Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr ist? Los! What the fuck? Was passiert hier? Gehen wir erstmal zu denen. Das Gebäude. So viel Zeit muss sein. Sind Houdini verwandt? Diese Räume sind von außen abgesperrt. Ich frag Sie, wenn wir sie haben. Hören Sie, ich wollte sagen...
Ronan war ein klasse Cop. Hat die Marke mit Ehre getragen. Ich hasse es, wenn man mich anlegt. Ich bin nicht, aber naja, kein Grund auf seinem Grab rumzutrampeln. Er hat die Marke getragen, weil er dachte, sie schüchtert die Leute ein. Und gleicht den ganzen Mist aus, den er früher getan hat. Dass er alles wieder ins Lot bringt oder beweist, dass er nicht der ist, für den ihn alle halten. Ich kann verstehen, dass die meisten glaubten, er lebe auf der falschen Seite der Gefängnismauern. Und vielleicht stimmt das sogar. Hey, hey, ich weiß Bescheid. Aber er war ehrlich. Er konnte dir in die Augen sehen und dir genau sagen, was er dachte. Diese Art von Mut scheint dieser Tage selten zu sein. Er hatte nicht viel, worauf er stolz sein konnte. Aber wenigstens hat er nie versucht zu verbergen, wer er war. Tut mir leid, Sir. Es ist für alle hart. Was habe ich gerade übers Lügen gesagt? Okay. So, Schnucki. War hier jetzt noch was? Nö, nur dieser komische Automat da. Ach so, hier wären ja hier auch schon meine. Ach du Scheiße, was ist das für ein Ort? Die Glockenmörder-Einsatzzentrale, alles, was wir bis jetzt über den Fall wissen. Nun, ich hab, was ich brauche, also. Man hey, sieht sich. Wenn du weiter versuchst, das allein durchzuziehen, bringst du dich noch um. Einigen wir uns auf. Ich schuld dir was. Scheiße. Na! Mist, stand da Mist! Also. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet und haben ein neues Ziel, was ich jetzt gar nicht gesehen habe. Ich auch nicht. Verfolge die Zeuge draußen. Ach, das ist doch ein schönes Ziel. Diesem Ziel werden wir uns in der nächsten Folge widmen. Genau.